Saudi-Arabien, eine Glitzerwelt, milliardenschwere Investoren, unermesslicher Reichtum. Ein Klischee, denn die fetten Jahre sind vorbei, selbst in der größten Tankstelle der Welt. Spätestens seit dem Verfall des Ölpreises gerät die Golfmonarchie unter wirtschaftlichen Druck. Die Einnahmen schrumpfen und die Ausgaben steigen, etwa die für die Königsfamilie. Mindestens 40.000 Prinzen gibt es. Jeder erhält im Monat mehr Geld als ein deutscher Arbeiter im Jahr. Für einen normalen Saudi dagegen wird es immer schwieriger, einen Job zu finden, weil der Beamtenapparat eh schon aufgebläht ist. Jugendliche haben kaum eine Perspektive. Die Rolle der Jugend im Königreich wird immer wichtiger. Die saudische Gesellschaft ist sehr jung. Die Jugendlichen stellen mehr als 70% der Bevölkerung. Menschenrechte und Saudi-Arabien, eines der heikelsten Themen überhaupt. Beispiel die Verurteilung des Bloggers Raif al-Badawi. Die weltweite Kritik an den Auspeitschungen des regimekritischen Liberalen lässt die Regierung kalt, genauso wie das Aufbegehren einiger saudischer Frauen. Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, in dem Frauen noch nicht Auto fahren dürfen. Zu Recht, finden viele Männer. Auf der Straße gibt es nur Probleme, zum Beispiel Belästigungen, Entführungen oder Vergewaltigungen. So lächerlich, es gibt einfach kein Argument. Wir sprechen hier von einem Menschenrecht. Wer sich an den Lenker setzt, wie die Frauenrechtlerin Madia Al-Agrouj, muss mit Strafen rechnen. Ein winziger Schritt nach vorn, die Gemeinderatswahlen Mitte des Monats, bei denen Frauen zum ersten Mal wählen und gewählt werden durften. Endlich mehr Demokratie im Königreich. Viele hatten für den heutigen Tag eine große programmatische Rede von Alleinherrscher Salman erwartet. Doch was der bald 80-Jährige dann verkündete, war heiße Wüstenluft. Das Wachstum dauert weiter an und dies trotz regionaler und internationaler Herausforderungen. O Brüder und Schwestern, der Mensch in Saudi-Arabien ist das erste Ziel unserer Entwicklung. Riad, Hauptstadt eines Landes, das bereits kurz nach seiner Gründung in eine politische und moralische Zerreißprobe geriet. Von den reaktionären Religionswächtern schwer kritisiert, schloss der saudische König Abdelaziz ibn Saud im Jahre 1945 ausgerechnet mit dem Ungläubigsten aller Ungläubigen einen Deal, mit dem amerikanischen Präsidenten. Die USA lieferten Sicherheit durch Aufrüstung, das Königreich lieferte Öl. In Afghanistan sponserten beide die Mujahedin und sorgten so für die Entstehung des islamistischen Terrors. Die USA, um die Sowjetunion unter Druck zu setzen, Saudi-Arabien, um die Terroristen im Lande an den Hindukusch zu exportieren. Der Terrorismus à la Bin Laden kam wie ein Boomerang zurück in beide Länder. Nach den Attacken des 11. September geriet auch Saudi-Arabien ins Visier der Terroristen. Anschläge in mehreren Städten belegen die Verletzlichkeit der Golfmonarchie. Die Hauptgefahr für die saudische Nation liegt in dem extremen salafistischen Gedankengut, das jede Form von Veränderung verhindert. Dieses Denken produziert Terrorismus, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Der Wahhabismus, eine besonders extreme Variante des Islam. Die Saudis exportieren ihn mit dem Bau von Moscheen in alle Welt, um den Religionswächtern zu genügen. Saudi-Arabien, ein Land, das an seinen eigenen Widersprüchen zu zerreißen droht. Und wirtschaftlich ebenso, denn das Öl ist ein Auslaufmodell.